Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther die Söldner. Halt, nicht mehr Söldnersau, Günther die Wildsau. Wir sind ja frei in Mountain Blade 2 Bannerlord. Und wir stehen mal wieder vor Omoa. Warum auch immer hier wir stehen? Ich habe meine Gründe gehabt letzte Woche. Und ja, stimmt, ich wollte ja gucken, wie wir das machen. Ihr habt einige Kommentare geschrieben bezüglich dem gesamten Spaß mit der Verwaltung und dass so ein Spaß wie das Festgelände, wenn es erstmal fertig ist, erstmal ein Jahr braucht, bis es richtig wirkt. Gleiches auch mit Festen und Spielen. Nee, ich glaube, sowas wie Feste funktionieren nur, wenn man gerade nicht baut, hat jemand geschrieben. Und solche Festgelände brauchen auch ein Jahr, bis sie mal wirklich richtig reinwämsen. Von daher, ja, es wird ein bisschen brauchen, bis... Oh, was ich halt bräuchte, wäre, ich bräuchte einen sturgianischen Verwalter. Schwierig. Ich hatte mal kurz überlegt, ob ich noch einen Gefährten ranziehe dafür. Aber wir brauchen ja noch... Na, ja, höheren Clanrang dafür. Schwierig. Ist gerade für ein Eisenbauch nicht ein Sturgianer? Ne, ich glaube, das würde mich wundern, oder? Kultur? Ah, ne, Batania. Okay. Das sieht halt aus wie ein Sturgianer mit seiner Rüstung, aber... Ja, ich glaube, wir haben niemanden, der jetzt... Ja, die meisten sind Batania hier. Ah, du bist von Vlandia. Aserei. Sturgia! Lang. Aber sie regiert ja schon Omoa, ne? Also, nee, halt, Moment mal, sie ist in meinem Trupp, oder? Ja, sie ist in meinem Trupp. Ich meine, du warst ja größtenteils eh eine Verwalterin für mir, ne? Also, jetzt zumindest für meine ganzen Banditensachen. Aber das kannst du jetzt auch bleiben. Wisst ihr was? Bitteschön, viel Spaß. Und jetzt sollte eigentlich auch die Treue besser werden. Treuwandel und vor allem, ja, Kultur des Statthalters gibt mir ein +1. Das ist schon mal wichtig. Das könnte was bewirken. Sehr schön. Außerdem... Ah ne, sie muss in der Stadt bleiben dafür, ne? Ja, dachte ich es mir. Na gut, ist nicht ganz so schlimm. Weil wie gesagt, mit ihr ist es ja sowieso gerade so gewesen, dass sie sowieso oftmals weg war wegen Verwaltung. Sie war immer sowieso so ein mobiler Part meiner Truppe. Von daher habe ich da nichts gegen, dass das so bleibt. Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Bleibt mal ein bisschen oben auf, um sicher zu gehen. Wir müssen ja auch ein bisschen Aufstände abwarten, passende. Um uns weiter auszubreiten. Und dann, wie gesagt, bevor ich mein Königreich ausrufe, schaue ich erstmal, dass genug meiner Nichten, Neffen und Kinder groß genug sind, dass die dann mal ordentlich auf den Putz hauen können. In der Zwischenzeit sind wir dann wahrscheinlich wieder in den 30ern. Rebellen in Warcek. Ah, ja, guck mal einer an. Das nenne ich ein Timing. Das nenne ich ein Timing. Ich würde sagen, Warcek hätte gerne einen neuen. Gut, hier haben wir letztens mal die ganze Nahrung weggekauft. Ich hoffe, ihr seid mir nicht nachträglich irgendwie so böse oder so. Es war auch zu eurem Besten. Garantiert. Komm mal her. Hi. Ich bin Günther. Was ich hätte mir eigentlich besser fulminanter vorstellen sollen. Forderung, ergeben oder sterben. Oh, verzeiht, meine Dame. Ja, aufs Maul, Junge. So, ab geht's. Enough. Du kommst mal mit. Hier passiert nichts, wenn du einfach nur brav mitkommst. Und nicht gleich kurz darauf wieder die Waffen erhebst. Ich möchte es nur schon mal gesagt haben. Das ist... Ich wäre ganz... Es wäre wirklich lieb. Die Wurfspieße und Speere und so können wir bestimmt einschmelzen irgendwie. So. Angriff! Eine neue Stadt. Und noch mehr Spaß. Ganz ehrlich. Sind wir mal ein bisschen gewagter. Wir stürmen die Bude. Bocki. Da wird jetzt mal nicht alles eingeschossen. Da wird es. Wir könnten natürlich durch die Belagerungsgeräte viel verlieren. Andererseits machen wir da keine dauerhaften Verluste. Ich möchte einfach rein. Und was ist, wann habt ihr eigentlich für 26 Tage Nahrung? Wo habt ihr die Nahrung her, bitte? Könnt ihr mir das verraten? Oh, ich wollte die Nahrung nur mal kurz anprobieren. Die wolltest du wohl klauen, was? Alarm! Alarm! Kommt so ein Belagerungsturm angefahren. Wollte gerade sagen, wir werden den Rest auch noch bauen. Da wird mal gestürmt, schön. Alles richtig aus der Günther-Lehre hier. Und wenn wir schon stürmen, würde ich sagen, verzichte ich auch mal ganz kurz auf meine
Armbrust und komme mit dem Zweihandgerät rein. Geräte. Ich habe nämlich einen Vorschlag für euch, liebe Gegner. Ab geht's. Um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Machen wir es mal so. Angriff. Funktioniert der Mod nicht mehr, dass wir tagsüber kämpfen? Nicht, dass ich... Haben sich vielleicht alle Mods deaktiviert? Das wäre natürlich doof. Ich muss doch nochmal gucken. Weil aus irgendeinem Grund haben wir gerade Nacht. Ah ja, gleich irgendjemand weggeschottet hier worden. Ich hoffe, ihr seht was auf YouTube. Das hat ja einen Grund, warum ich die Mod drin hatte. So, jetzt schießen wir zurück. Wir haben auch ziemlich gute Schützen. Au! Oh Gott, Marivin, das habe ich gespürt. Das sieht natürlich auch cool aus in der Nacht, dann mit den Leuchtgeschossen. Na toll, jetzt hätte ich vielleicht doch meine Armbrust mitnehmen sollen. Aua! Chell, du Mieser! Jetzt reicht's. Ich warte hier nicht, bis die Belagerungsgeräte da sind. Wo sind die Leitern? Oh, ohne Scheiß, wo sind die Leitern? Leute? Ihr und eure verdammten Katapulten. Haben wir irgendwo Belagerungsleitern aufgestellt, bitte? Warum ist hier nichts? Ja, wir machen schon gut Verluste hier. Das ist nicht cool. Auf den Turm hier möchte ich dann drauf. Wohl andererseits... Der ist wahrscheinlich sogar schneller. Ja, der ist wohl schneller. Ab geht die wilde Fahrt. Und die nächste Runde rückwärts. So, jetzt geht's gleich ab hier. Du holst dich nur den größten Turm. Ich bin der Erste, damit das klar... Oh, der Belagerungsturm ist so gut wie down, wenn da jetzt jemand drauf schießt, ey. Schieß. Schießt. Ich muss hier ganz schnell runter. Hi. Hat uns niemand erwartet? Das tut mir aber leid. So, ausgeschossen hier. Mit euren blöden, feigen Fernkampfwaffen. Ich habe meine extra beiseite gelegt. Und was macht ihr? Gut, es ist nicht abgesprochen hier gewesen, aber trotzdem. Was fällt euch eigentlich ein? Mann! Ja, kommt doch her! Du da, schöne Fahne. Darf ich mal halten? Oh, da hält es aus. Ah, ah. Tut mir leid. Ah, ah. Ah, ah. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ist er der schon tot. Oh, wo seid denn ihr alle her? Kommt hier eigentlich noch irgendjemand hoch? Ah, danke. Ich habe nichts dagegen, das Ganze allein zu räumen, aber trotzdem. Ja, flieht doch, ihr Narren. Ich hole mir noch die Reste. Die meisten sind jetzt eher am Abhauen. Ja, wir machen aber noch Verluste. Ich glaube, ich sollte dann bald wieder an die Front zurück. So Spaß auch macht, Leute, die panisch um ihr Leben rennen zu jagen und niederzuschlagen. Wir müssen nochmal... Das war zwei mit einem Streich. Nice.
Irgendwo hinten ist noch Widerstand. Du da! Ich sehe doch genau, wie du werfen willst. Putz! Oh, Glück gehabt. Ersten. Passiv ausgewichen, indem ich einfach nicht getroffen habe. Ach, da ist die ganze Party. Ich verstehe. Leute, ich habe einen Rückenkratzer mitgebracht. Etwas überdimensioniert, aber es passt noch. Er tut seinen Zweck. Zumindest müsst ihr den Rücken dann auch nicht mehr kratzen. Das nennt sich Prävention. Oh, hi. Was haben wir denn da alles? Könnt ihr mittlerweile wie Obelix in die Römermassen einfach rein. Ich sehe vor lauter Killzahlen nichts, vor lauter Killfeed nichts mehr. Tut mir leid. Das müsste es gewesen sein. Hm? Da hinten hat noch jemand das Katapult besetzt. Und er hat noch was. Da haut mir noch Leute um. Ich glaube, es hackt. Wo schießt der? Wo macht denn niemand was gegen? Da! Ihr Halunken! Wie sind Schlag mittlerweile einfach Wegsteck und Zurückschlag? Ja, da war das Katapult noch. Jawohl, Leute. Wir haben's. Okay, wir haben nur 19 Tote, aber verdammt viele Verwundete. Wahnsinn. Wir haben auch viele Waldbanditen verloren. So. Ja, deine Gefangenschaft ist zu Ende. Ja, bitte. Ihr schuldet mir alle was. Truppen. Was können wir denn gleich als Garnison übernehmen? Wir nehmen mal nicht das teuerste, sondern einfach, ja komm, ein paar geübte Bogenschützen. Sturgianische Jäger von mir aus. Bogenschützenveteran. Von mir aus nehme ich auch bewaffnete Händler mit. Kosten ja auch nicht so viel. Bewaffnete Händler auf die Mauern stellen. Das ist, genau dafür sind sie gemacht. Bin ich auch der Meinung. Wir haben echt nicht viel an Truppen, die jetzt... von mir aus nehmen wir Legionäre und Infanterieveteranen mit. Soll erstmal soweit passen. Okay. Zeigen wir erstmal Gnade. Dann gehen wir mal zur Festung und füllen ein bisschen Garnison auf. Briganten. Ein bisschen Garnison. Am Rest gucken wir dann mal. Was ist denn die Stadtverwaltung so? Machen wir erstmal Fest und Spiele, weil ich gleich weiß, dass die Treue nicht lange hält. Und ihr macht bitte mal das Festgelände besser. Ihr kriegt gleich noch Budget reingeblasen. Und dann ist alles gut. Was für eine Kultur habt ihr eigentlich? Auch Sturgia. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird's schwierig. Aber wir haben jetzt ein echt schönes, kleines bisschen an Land hier. Muss ich sagen, gefällt. Jetzt ist aber die nächste Frage. Adjustable Leveling gibt's noch. Aus irgendeinem Grund scheint... Aber mein Tag-Nacht-Mod nicht mehr aktiv zu sein, ne? War der vielleicht letztes Mal schon nicht aktiv und ich habe bloß immer tagsüber gekämpft, weil ich es nicht gesehen habe? Ich habe ja zwischenzeitlich mal... Eigentlich müsste alles noch abonniert sein, richtig? Ich habe zwischenzeitlich mal das Spiel komplett neu installiert. Vielleicht hat das was verändert. Aber so Späße wie Betrug und sowas? Nee, das gibt's auch nicht mehr. Nee, die Mods funktionieren gerade nicht mehr. Ah, ja, dann müsste ich mir die nochmal neu reinmachen, wie es aussieht. Das mache ich bis zum nächsten Mal. Erstmal passt es ja noch so weit, wie es ist.
Ist aber doof, dass der zwischenzeitlich raus ist. Was ist jetzt mit meinem Hideout da passiert dann? Das ist natürlich unschön. Egal. Aber Adjustable Leveling funktioniert noch, das ist wichtig. So, können wir eigentlich mal eben schnell... Das Fraktionstruppenrekrutieren funktioniert noch. Gefangene verkaufen. Ach, die anderen Typen sind schon weg. Ja gut, ist in Ordnung. Apropos Fraktionseinheiten und so. Und Truppen. Wir können doch bestimmt auch mal was befördern wieder hier. Rekrutieren, gucken wir mal. Da kann ich eigentlich auch mal gut was holen. Holen wir mal die guten Truppen. Lass mal einen Platz frei finden, falls das noch ein Gefährte kommt oder sowas. Wer weiß, was passiert. Fertig. Deswegen war die, war hier meine Kameradin Langmesser, seinen Namen vergesse ich immer wieder, nicht mehr da am Verwalten bei meinem Banditen-Hideout. War das komplett, ja, da muss ich dann mal wirklich gucken, dass ich die Mods wieder gescheit richtig ankriege. Was anderes. Wir wollen... noch ein bisschen warten. Stimmt, ich wollte noch mal ein bisschen Level verteilen. Günther? Ah, Medizin. Wohlstandsbonus aus zivilen Projekten. Treu pro Tag in der regierten Siedlung. Das klingt doch ganz gut. Arzt des Volkes. Günther ist der Arzt des Volkes. Der Meinung war ich schon immer. Immer. Eure Werkstätten sammeln Handelsgerüche. Ah, nee, halt. Ist jetzt egal. Gala war doch, glaube ich, da bei einem Hideout von mir drin. Ist natürlich ein bisschen doof, wo es jetzt gerade nicht geht, aber da wird man schon was machen. Kriegst mal mehr Trefferpunkte. Du bist gut gebaut, Wunder. Das habe ich auch schon immer gesagt. Ausstrahlung. Ist das eigentlich auch egal, Niasen? Iona, die Heilerin. Bisschen Trefferpunkte dazu, warum nicht? Und Dermot, dich kann ich auch noch verbessern. Ja komm, kriegst du Athletik nochmal. Wuchtschlag zu Fuß, das ist sowieso. Dann mache ich diese Folge auch nicht so lang, weil ich würde am liebsten ungern zu lange ohne Mod verbringen. Jetzt zu pausieren und die Mods drauf zu machen, das wird zu lange dauern. Ich hab nur Zeit für eine Folge heute zum Aufnehmen. Und dann machen wir die jetzt einfach so. Wird jetzt hoffentlich schon nicht so viel schief gehen. Ja, wie geht's weiter? Wir haben Bartschek eingenommen. Alles gut? Aber wir hätten es gerne noch besser. Schmieden wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Gehen wir mal nach Seonon. Seonomolon. Wir haben 365 Einheiten übrigens. Wir haben eine Einheit für jeden Tag im Jahr. Das finde ich gut. Außer wir haben Schaltjahr. Dann haben wir ein Problem. Deswegen, genau für Schaltjahr habe ich dann einen Platz freigelassen in der Gruppe. Shit. Festung? Nee, halt. Ich wollte schmieden, wollte ich. Einfach mal vergessen. Ah, was ich übrigens auch mal gucken wollte, ob jetzt... also ist wirklich noch... Ja, wir haben noch die Lernrate. Also es funktioniert tatsächlich noch mit Lernen. Also das, das ist tatsächlich noch drin, der Mod für, die Mod für mein Adjustable Leveling. Interessant, interessant. I see, I see. Einschmelzen, einschmelzen, schmelzen. Ja, schmelzen.
Mehr herstellen. Party. Es dauert nicht mehr lange. Dann kann ich wirklich... fast alles schmieden, was geht. So, bitte. Es fehlen mir noch ein paar... Nee, ich glaube, ich habe alles. Ich kann alles schmieden. Nee. Einfach keine. Oh mein Gott, geil. Und dann ist jetzt eigentlich egal, was ich schmiede, ne? Ich habe alles freigeschaltet. Geil. Dann ist es egal. Dann kann ich sogar einen Auftrag machen. Krieg dabei noch Geld und bekomme mehr Erfahrungspunkte. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Schmiede. Bestellungen. Machen wir das Einheitsschwert von ihm. Ich glaube, man muss es noch so groß machen wie möglich irgendwie. Dass man mehr hat. Übelst das fette Teil. Und ab geht's. Der Kunde ist zufrieden. Genau, was ich wollte. Hier, das habt ihr euch verdient. Goll. Dann holen wir uns noch den Spieß hier. Was soll's? Kunde ist nicht zufrieden. Oh. Einhandschwert von Jasen. Bitteschön. Meine Schwierigkeit ist halt leider... die Befehlsschwierigkeit ist ziemlich hoch. Oh, Kunde ist aber zufrieden. Nice. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt mal Einhandkolben. Ich glaube nicht, dass ich da bessere machen kann als von den zweihändigen Varianten. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Och, wie süß der aussieht. Vielleicht können wir irgendwann so einen richtig langen Kolben machen. Ich weiß, dass kurze Kolben eigentlich besser sind. Für viele Situationen. Das Problem ist, damit level ich halt sehr schwierig. Weil die Schwierigkeit zu gering ist. Vielleicht mache ich doch weiter einfach Zweihandkolben und versuche die immer besser hinzubekommen von ihren Werten. Aber die richtig, richtig guten, da brauche ich halt diesen besseren Stahl erstmal. Da komme ich halt nicht so leicht dran. Habe ich jetzt bei Streitkolben was freigeschaltet? Großartig. Na doch. Nein. Das geht noch als Streitkolben durch? Naja. Naja, naja, naja. So, ich kann einfach Enter drücken. Besser. Keine Kohle mehr! Was ist denn hier los? Dann brauchen wir noch Hartholz. Ran mit dem Holz! Wieder was warten. Na komm, da schalten wir doch mal die Streitkolben frei. Was dabei zu lernen an Rezepten, an neuen, ist doch eigentlich ganz schön. Das ist doch kein, ganz ehrlich, das ist kein Streitkolben, Blasphemie. Komm, Flo, warte mal ein bisschen. Chill mal ein bisschen, werd mal ein bisschen kleiner hier. Eine Runde schmieden wir noch schnell und dann gucken wir mal zurück Richtung Omor. Beziehungsweise, Omor könnte jetzt vielleicht safe sein im Warcheck in der Nähe. Möchte ich noch ein bisschen aufpassen.
Nicht Handel. Wir könnten aber irgendwelche Schwerter nehmen und einschmelzen, so bekäme ich dann auch diesen Stahl. Bräuchte ich aber auch halbwegs gute Schwerter. Wir müssen uns mal ein bisschen durchprobieren. Welche was für den Stahl geben. Ja gut, das Feinstahl-Kaskara, dass das mir Feinstahl gibt, irgendwie ergibt das ein bisschen Sinn, muss ich gestehen. Der gute alte Feinstahl-Mascara. Ja, alles, wo Feinstahl im Magen hat, ergibt irgendwo Sinn. Okay. Vorher gucken wir aber noch wegen Streitkolben. Das ist doch eher auch billig wie sonst was, aber hey, der Versuch zählt am Ende. Diese komischen Waldwurzeln, da werde ich später jetzt noch zerlegen und dann bin ich erstmal glücklich. Ja, wie gesagt, irgendwelche Intrigen können wir gerade nicht machen, weil die Mod gerade nicht drin ist. Und für alles andere, was wir jetzt gerade machen können in unserem Zustand, ist jetzt eben gerade das Warten angesagt auf die nächste Rebellion. Jemand hat mir übrigens auch die Mod Better Time empfohlen. Kann ich vielleicht auch gucken, wie ich bis zum nächsten Mal drauf mache. Das fügt noch mal anscheinend nochmal eine weitere Geschwindigkeitsstufe hinzu, dass man nochmal besser warten kann. Weg mit den Kolben, weg mit den Kolben. Ich habe nichts Neues gelernt, oder? Ich habe gut genug gekolben. Ich mache einfach meine zwei einigen Teile. Ich muss aber auch trotzdem vom Skill ein bisschen besser werden. 144 festzuhängen ist... Nein! Jetzt habe ich einfach irgendwas hergestellt. Help! Ich muss dann schon wirklich gute Sachen herstellen, ne? Dann bleibe ich dabei. Dass ich bei zwei ankolben. Gute und schwierige Teile herstelle. Schwierig genug, dass es mir XP bringt, aber nicht so schwierig, dass ich Feinstahl verbrauche. Übelst groß das Ganze. Ein bisschen schlechter geworden, aber egal. Ja doch, jetzt kommt ein bisschen Schmiede-XP wieder dazu. Upsi, rausgetappt. So. Das zerlege ich noch schnell und dann haben wir es. Dann geht's nochmal zurück nach Omor. Und dort chillen wir. Bis wir wieder gerufen werden, bis das Hühnerfutter-Symbol wieder am Himmel erscheint. Und Günther weiß, er wird gebraucht. Bis die Welt wieder bereit für ihn ist. Das Kampfflug steht mir halt echt im Weg. Hör doch mal auf. Okay, ab zurück nach Omor. Und dann sind wir, ja gut, eine halbe Stunde. Ja, ist es schon so ein Mindestmaß, wo ich sagen würde, wollte ich aufnehmen. Passt erstmal, bis zum nächsten Mal gucke ich, dass ich die Mods wieder reingeschmissen bekomme. Ich meine, wir haben Erfolg, wir haben wieder eine Stadt eingenommen. Wenn wir es wirklich schaffen, so eine Stadt pro Folge. Und okay, so langsam gehen uns die Städte aus, die wir einnehmen können, ohne Vlandia den Krieg zu erklären. Das heißt, ja, jetzt müssen wir warten, bis zumindest Neffe und Nichte da sind. Aufs Kind müssen wir nicht mehr unbedingt warten, aber Neffe und Nichte müssten jetzt dann bald mal hoffentlich endlich soweit sein. Die sind doch bestimmt nicht mehr so weit weg. Das ist doch schon gefühlt ewig her. Sein und nicht sein. Aber ich kann nicht mal sehen, wie alt ihr seid. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Wird sich schon ergeben, alles. So, Omor, wie sieht's aus jetzt, nachdem hier ein bisschen aufgeräumt wurde? Ja, Treue
nicht niedrig, aber stabilisiert sich. Und das nur durch dieses Plus 1 des Stadthalters. Das macht schon wirklich einen Unterschied. Aber der Treuewandel hält auch nicht ewig. Das Festgelände muss fertig werden. Das ist wichtig. Wählen wir die Reserve mal ein bisschen. Geringe Treue reduziert natürlich auch die Baugeschwindigkeit. Gemein. Naja. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal gucke ich, dass ich die Mods alle wieder zum Laufen kriege, die wir darauf hatten. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt, dass ich die jetzt später wieder einschalte. Und zwischenzeitlich frage ich mich jetzt echt, was mit diesem Unterschlupf ist, den ich da gegründet habe. Gucken wir einfach mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.